Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Wir alle haben sicherlich irgendwann mal in unserem Leben im RPG Maker MZ oder in einem anderen RPG Maker das Wort Schleifen gehört, gesehen oder gelesen. Doch wozu sind Schleifen und für was sind sie eigentlich da? Genau das erkläre ich heute in diesem neuen Video. Also bleibt am besten dran, wenn ihr mehr über Schleifen wissen wollt. Also bleibt am besten dran, wenn ihr mehr über Schleifen wissen wollt. Also bleibt am besten dran, wenn ihr mehr über Schleifen wissen wollt. Oder über Flacken, ich komme mir vor wie Schelten. Als erstes zeige ich euch ein simples Beispiel zu Schleifen. Wir erstellen ein neues Event und stellen es auf Auto One. Dann klicken wir in die leere Zeile und wählen Text anzeigen aus. Dort schreibe ich, hier beginnt die Schleife und klicke auf OK. Darunter erstelle ich eine Schleife. In dieser Schleife kommt der Text Schleife, damit ihr wisst, dass wir uns gerade in einer Schleife befinden, und klicke auf OK. Danach füge ich ein 5 Frames Warten ein. Darunter entere ich eine Variable, die ich Schleife nenne. Operation stelle ich auf Hinzufügen und Operand auf 1. Somit wird die Variable immer um 1 größer, nachdem der Text kommt. Jetzt klicken wir auf OK. Darunter wähle ich eine bedingte Abzweigung mit der Variable, die wir gerade erstellt haben. Daneben wählen wir das Gleichheitssymbol und die Konstante stelle ich auf 3. In dieser Bedingung unterbrechen wir dann die Schleife. Ganz unten am Schluss ein Text anzeigen mit Schleife beendet. Darunter schalten wir Selbstschalter A auf an. Jetzt erstelle ich eine zweite Seite mit dem Haken bei Selbstschalter A auf an. Somit ist nach dem Text Schleife beendet das Event ebenso beendet. Machen wir einen Testlauf. Zuerst kommt der Text, hier beginnt die Schleife. Danach kommt dreimal der Text, Schleife. Das passiert deshalb, da die Variable jedes Mal um 1 größer wird und erst wenn die Variable 3 erreicht hat, ist die Schleife beendet. Danach kommt der Text, Schleife beendet. Wir sehen im Menü, wenn wir F9 drücken, dass die Variable auf 3 steht. Wenn wir die bedingte Abzweigung auf 4 stellen, würde viermal der Text mit der Schleife kommen. Und auf 5, 5 mal und so weiter. Das war jetzt ein kleines Beispiel, wozu Schleifen dienen können, aber ich habe noch ein zweites Beispiel vorbereitet. In dem zweiten Beispiel spielen wir ein bisschen mit Bildern rum und mit der OK-Taste. Was daraus wird, seht ihr jetzt. Hier erstelle ich ein neues Event mit Auto One. Wir klicken in die leere Zeile und wählen bedingte Abzweigung aus. Dann gehen wir auf die vierte Seite und wählen Taste OK aus und klicken auf OK. In dieser Bedingung nehme ich wieder eine Schleife und in dieser Schleife füge ich wieder eine bedingte Abzweigung ein mit der gleichen Tastenabfrage wie am Anfang. Die erste Abfrage dient dazu, das Event zu triggern, wenn man die Taste drückt. Und die zweite Abfrage dient dazu, um zu wissen, ob der Player immer noch drückt. Das passiert innerhalb der Schleife. Also wird diese Anfrage auch immer wiederholt, um sich zu vergewissern, ob der Player noch die Taste gedrückt hat. Machen wir noch einen Haken in den Else-Fall. In der Bedingung wählen wir jetzt Bild anzeigen aus und lassen irgendein Bild anzeigen. Im Else-Fall, also wenn die Taste nicht mehr gedrückt wird, lassen wir die Schleife unterbrechen. Ganz unten fügen wir jetzt noch Bild löschen ein und machen einen kurzen Testlauf. Sobald ich die Enter-Taste drücke, wird das Bild auch angezeigt. Aber nur so lange, wie ich auch die OK-Taste gedrückt halte. Sollte ich loslassen, wird das Bild gelöscht. Das war es jetzt mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ihr habt irgendetwas über Schleifen herausfinden können. Wenn ihr verstanden habt, wie diese Methode mit den Schleifen funktioniert, dann könnt ihr zum Beispiel so Sachen machen wie die Taschenlampe anmachen bei Tastendruck und wenn ihr die Taste loslässt, dann geht die Taschenlampe wieder aus. Ich habe hier oben auch ein Taschenlampen-Tutorial verlinkt in der Info. Ich weiß nicht, wo die ist. Keine Ahnung, links oder rechts. Dort könnt ihr dieses Tutorial mit diesem Taschenlampen-Tutorial kombinieren. Ich habe zum Beispiel ein kleines Jump'n'Run erstellt, allein mit der Hilfe von Schleifen.
Weil wenn ihr die Enter-Taste drückt, dann hüpft der Held nach oben und die Variable steigt bis 5 nach oben. Wenn die Variable 5 erreicht hat, dann fällt der Held wieder runter. Ebenso, wenn ihr die Taste wieder loslässt. Damit könnt ihr sicherlich hier und da kreativ arbeiten. Und jetzt heißt es nur noch, bis dahin, Tschüssikowski!